Jo Leute und herzlich willkommen zu der ersten Aufnahme nach ungefähr anderthalb Monaten. Und zwar ist Rocket League. Erstmal muss ich sagen, ich bin der totale Anfänger. Deswegen habe ich mir einen Freund gesucht, der mich jetzt erstmal hier in den ersten Spielen ein bisschen carryen wird. Tag. Ja, ich gebe mir Mühe, ne? Ja, ich gebe mir noch mehr Mühe. Okay. Ich habe auch einen Controller, vielleicht bringt das ja was, vielleicht auch Controller nicht. Controller ist besser, ja. Ja. Niemals mit Maus und Tastatur spielen, das ist schlimm. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an und es geht direkt in die erste Runde. So. Hoffentlich verkacke ich es jetzt nicht mit der Steuerung. Selbst wenn, wäre auch nicht schlimm. Okay, den habe ich, okay. Ich hab's, warte. Das ist Gas, glaube ich. Wir haben eine Legende in der. In dem Gegnerteam. Das wird witzig. Ja. Ich meine, ich bin Legende ist, glaube ich, Level 60 oder so. Okay, ich versuche mich mal reinzufinden. Das ist falsch schon mal gewesen. Boah, ich weiß die Steuerung gar nicht mehr, ne? Shit! Warte, das ist Boost? Alles klar, ja. Ja, ich bin halt noch ziemlich schlecht. Ich meine... Ah, oh, fuck. So vier Saves hintereinander, aber die fünfte ging dann rein. Egal. Aber du kriegst halt die ganze Zeit den Ball nicht getroffen, ey. Ich bin so scheiße, ey. Das ist genauso wie wenn ich mit meinem Bruder spiele. Okay, ist einfach... Einfach drauf auf den Ball. Nice! Jawollo! Oh, fuck. Das war schlecht. Egal, er macht nicht. Ich hab das vorgestern halt das erste Mal quasi ausgetestet, aber... ich weiß es halt nicht mehr. Das ist ein bisschen blöd. Das ist aber nichts. Ich krieg's noch hin. Versuch mir es zu merken. Bis zum nächsten Spiel. Ja, gut. Hat nicht geklappt. Oh Mann, ey. Wie kann man so schlecht sein wie ich? Oh, ich hab ihn gefaked. Ich hab ihn richtig gefaked. Ah. Ja. Warum bin ich so scheiße? Oh Mann. Ich glaub's nicht. Er hat verkackt. Ich hab darauf gechallenged, dass er das macht. Okay, hab ich. Okay, nice. Wow, er hat den Ball getroffen. Der eine Typ kann nicht so ganz drücken. Oh, ich bin so schlecht. Ich sag euch, irgendwann treffe ich nochmal den Ball. Oh fuck. Ey, du hast doch schon den Ball getroffen. Ja gut, aber es wird nicht besser. Selbst wenn wir jetzt gewinnen, ne? Wir kriegen. Oder genau, falls wir das gewinnen, dann kriegst du eigentlich auch Punkte dazu. Unranked Punkte. Oh shit! Ja, schade. Boah. Alter, bin ich scheiße. Kommt noch. Oh! War so eine halbe Vorlage für ihn, aber egal. Ich gehe mein Bestes. Scheiße. Okay. Ach, es wird eh nichts. Ich bin echt. Ja. Ey, komm, für die erste Runde noch gar nicht schlecht hier. Naja. Ist okay. Okay. Oh, da fühlt man sich einmal krass heute, weil man einmal so der Erste ist,
Also einmal so der Beste ist in der Runde. Ah, ich weiß, warum ich diesen Drift nicht machen kann. Weil es doppelt belegt. Fuck. Nein, ich umkreis die ganzen Spieler nur, ne? Ich hab so reingekackt, oder? Ja. Okay. Hab ich euch. Nee, ist nicht schlimm. Alter, ich komm nicht klar mit der Steuerung. Wir sind einfach fast gesaved. Egal. Schön oben rechts weit platziert. Oh Mann. Nur den Ball treffen, okay? Ja, das ist so. Jawohl. Hey. Okay, ich bin irgendwo in der Mitte. Oh. Ich glaube, ich habe ihn abgewehrt, aber wir sehen es gleich. Ob das noch irgendwas bringt. Ah, nice save. Man merkt, ich rede nicht ganz so viel, wenn ich spiele. Ja, ich auch nicht. Ich muss mir jetzt erstmal drauf klarkommen. Oh, das ist jetzt nicht so gut. Zerstört. Ja. Zerstört. Das ist so kacke, ne? Jetzt zerstört mich einfach das Tor ist leer. Ja, du hast aber jetzt auch nicht den perfekten Mitspieler, muss ich sagen. Was meinst du jetzt? Oh, wo man einen Rang hat. Ja, es gibt ja. Nennt einfach Ranked. Ranked. Ja, Ranked, wir spielen unranked auf jeden Fall. Ja, ich treffe einfach diesen scheiß Ball nicht, ey. Oh, aber ja, jetzt auch nicht, das ist gut. Okay. Ey, ist das scheiße, wenn man den Ball nicht sieht, ne? Ist auch. Geil, jetzt bin ich noch nutzloser. Also ich meine, manchmal macht man die aus, weil es dann einfacher ist. Oh Mann. Hab's gesaved. Alter. Oh, wir gewinnen das! Wir gewinnen das nicht! Nice! Easy. Jetzt nur der auf den Ball. Nur der auf den Ball. Oh, ich bin so dumm. Als ob wir das ernsthaft gewinnen. Ja. Alter. Ja, nice. Nice. Okay. Mal sehen. Ob ich es irgendwann noch mal schaffe, in meinem Leben Tor zu machen? Ja, du schaffst das. Oh, ich bin so scheiße, ey. Alles gut. Hä? Warte mal. So, Fokus auf Ball jetzt erstmal. Schau mal, was gut ist, das ist die erste Runde, wo unsere Gegner kein Team sind. Gut. Das heißt, ob ich dann dadurch besser werde, weiß ich auch nicht. Ja, nicht. Fuck. Ich meine, dann ist die Absprache bei den Kack schlechter. Ja, gut, das stimmt. Aber also ich meine, wo ist die Aussprache bei uns? Ich wollte gerade sagen, wir reden auch nicht so viel. Hab ich. Aber. Ja, gut, ich bin. Guck, das war so Glück gehabt von dem. Egal. Aber auch wenn du fliegst später und so, dann ist das. Nein! Dann ist das auch schwieriger, wenn man da so nah am Tor steht. Ich muss gerade sagen, die Runde gerade war irgendwie besser. Und du musst auch nicht immer auf den Ball fahren, wenn ich den Kickoff habe, okay? Ja, sag mir einfach, wo ich hingehe. Ey, ich.
Ich komme nicht drauf klar. Saved it. Okay. Sorry. Na, alles gut. Wir sollten echt mal so ein bisschen absprechen. Ja, eigentlich schon. Sag du einfach, wo ich hingehen soll und dann gebe ich mein Bestes und versuche dahin zu gehen. Ich will dann auch. Ich habe zu viel 1 gegen 1 gespielt. Deswegen fahre ich immer zu jedem Ball hin, weil bei 1 gegen 1 ist halt nur ein Mitspieler. Also, ja, ein Mitspieler und das ist dein Gegner. Okay. Jetzt gönn dir! Ich bin da! Oh, scheiße, ey! Wenn du ein Tor machst, bin ich stolz auf dich. Wenn du ein Tor machst, bin ich stolz auf dich. Ja, ich auch. Hoffentlich. Aber ich glaube, das passiert nicht mehr. Zumindest nicht in diesem Spiel. Tja, was soll ich sagen? Habe ich überhaupt in dieser Runde jemals einen Ball getroffen? Ich glaube, ja, jetzt gerade. Mann, ich bin schon wieder viel zu nah am Tor, Mann. Ja gut, Tor wird's, glaube ich, hoffentlich nicht mehr. Nee. Schlecht war ich trotzdem. Alles gut. Wenn jetzt kommt gleich ein Nachrichtenchat von denen. Ah, doch nicht. Wir spielen jetzt eine Runde mit Items, Rumble. Da gibt's Items. Okay. Ja. Die kriegst du, alle 10 Sekunden kriegst du ein neues Item. Und das ist 3 gegen 3, also sind mehr Leute in der Runde. Ja, okay. Ja, mal gucken, wie es wird. Okay, ich hab super. Keine guten Erwartungen an mich. Ich bin unter meinem Dings, ne? Diese Zahl, die so orange leuchtet. Ist das das Level? Ja. Cool, bin schon Level 3. Also ich meine, ich bin Level 50. Ja gut. Oh, nice Map. Wer bist du die Ersten, die in der Runde drin sind? Okay, du gehst auf den Ball und... Nee, nee, der hier links. Oder so, auf jeden Fall nicht ich. Guck, unten neben deiner Boost-Anzeige, da siehst du ja, wie die Zeit runterläuft, ja, ne? Da siehst du immer, wenn du ein neues Item bekommst. Ja, okay. Was ist das denn für eine Map, ey? So. Was? Ah, jetzt hab ich den Ball Ah, okay, warte, ich muss erstmal klarkommen, ey. Ach du Scheiße. Die muss man halt auch erstmal kennenlernen. Spikes ist so, was er jetzt gerade hatte, da klebt quasi der Ball an dir, ist so das OP-ste, was man haben kann. Gut, ich habe auf jeden Fall gut verteidigt. Ach, kein Ding, jetzt bist du dran, jetzt bist du auf dem Ball. Alter, bin ich scheiße. Wow. Bei Rumble bringt Verteidigen halt echt auch nicht. Dieser Mate ist echt kacke. Ja, bringt so wie ich. Bei Rumble bringt Verteidigen auch nicht immer unbedingt so viel, weil der kann halt mit so viel Wucht eigentlich auf das Tor reinkommen, dass du den wirklich verteidigen kannst. Ja. Quasi mit dem Ball ins Tor fließt. Oh Mann, ey. Erstmal Steuerung kapieren und Spiel kapieren. Oh.
Auf jeden Fall, Kommunikation ist schon mal da. Ja, natürlich immer. Ja. Alter, ist hier viel los, Mann. Rumble ist richtig schnell. What the fuck? Oh Mann. Mal sehen, Rumble, ob wir überhaupt noch irgendwie ein Tor kriegen. Ja klar. Ja, ja, ich kann das noch, ne? Kann passieren. Ja. Ob es so wahrscheinlich ist. Ja, nicht schlecht. Wie gesagt, kann passieren. Ja, haben wir noch eine Minute Zeit. Alter. Was mach ich hier? Was machst du hier, Mann? Kann alles noch passieren. Alter, holst hier alles raus nur. Man merkt immer so, der Part, wo es gar keine Items gibt, da kann ich am besten. Ja. Deiner. Ich versuch's. Alter, wieso schaff ich's nicht? Ich bin so scheiße. Ist man aber, ist am Anfang doch jeder. Ja, Frage ist nur, ob ich mich sonderlich verbessern werde. Klar. Oh, schön nach vorne geholt. Von mir. Haha. Selbstlob. Ja. Ja, Mate. Nein. Mach ihn doch rein, Mate. Oh Mann. Ey, letzten drei Schüsse von dir, ey. Toren. Wie gesagt, eine Minute ist alles möglich, wir haben jetzt in 30 Sekunden 3 Tore gemacht. Ja, nicht schlecht. Hat nicht ganz so viel zu, wie ich gerne hätte. Okay, jetzt noch ein Tor. As you nice! Alter. Biggest comeback in human history. Ey, 2 Tore Rückstand und 2 Tore oder mit 2 Toren gewonnen, ey. Ja, endlich mal getroffen hier. Ist ja schon. Bin ich jetzt schon zufrieden, wenn ich einen Ball treffe, also. Nice! Nice! Und immer der mit den meisten Punkten steht auch immer ganz vorne und der mit den wenigsten ist ganz hinten. Also so ist das sortiert am Ende. So, okay. Das war doch schon mal eine gute Rumble-Runde. Ja. Ist auf jeden Fall ganz gut. Ja, komm jetzt in den nächsten Spielmodus. Jetzt spielen wir Basketball. Oh Mann. Kann ja nur besser werden. Die Map ist extrem klein und es ist 2 gegen 2, also wir haben keinen dritten Mate wieder dabei. Und du musst halt lieber Basketball den Ball in den Korb bekommen. Ja, das kann ja was werden. Okay, ich würde sagen, letztes Spiel oder letzter Modus für die Aufnahme. Okay. Mal gucken, ob ich noch irgendwas reißen werde jetzt. Ich habe die Vermutung, dass es nicht passiert. Wir können Glück haben. Genau. Basketball spielen so wenig Leute, das könnte doch jetzt eine Runde dauern. Oder wir spielen was anderes, einen anderen Spielmodus. Ich glaube, wir könnten sogar, wenn wir... Wir spielen jetzt Dropshot, okay? In Dropshot geht es darum, du musst den Ball auf den Boden in der Hälfte von den Gegner bekommen. Ach du Scheiße. Und wenn du zweimal auf das gleiche Feld auf dem gegnerischen Boden gedrückt hast, dann geht der Boden kaputt. Da kann der Ball dann reinfallen. So kannst du Tor machen.
Ach du Kacke. Hört sich ja so an, als würde ich da ziemlich rasieren. Ja klar, immer noch. Und da musst du auch nicht Boost sammeln, der regeneriert sich nach einer Zeit. Ah, auch schön. Weil guck, die gegnerische Hälfte, ja. Da musst du, die Felder sind ziemlich groß eigentlich. Okay, dann hast du oder? Hier ist relativ egal, der als erstes am Ball ist, der hat's geschafft. Okay. Hier ist halt, der Ball fliegt am Anfang nach oben, nicht dass du dich jetzt wunderst. Achso, ich bleib einfach mal stehen und guck mir das jetzt an. Alles klar. Ja, wie geguckt, jetzt ist das orange. Ja. Wenn man da halt noch, wenn man da halt nochmal drauf tippt, ich seh's schon. Dann geht der Boden offen. Und desto öfter man den Ball in der Luft trifft, umso eine größere Zerstörung kann man machen. Und wenn der Ball jetzt orange ist, kann der nur bei uns Schaden machen. Wenn der Ball jetzt blau ist und dann bei uns aufblickt, dann macht er bei uns keinen Schaden. Ja, okay, ich versteh's. Ich habe den Ball bis jetzt auf jeden Fall nicht getroffen. Mann, was soll ich machen? Ball getroffen, ey. Nice. Endlich. Mein Lebensziel ist jetzt schon erfüllt. Rocket League ist auch nicht so einfach. Man merkt's. Da ist halt so ein bisschen dreidimensionales Fußball, wo du ein Auto, wo du quasi einen Spieler steuerst. Er zerstört mich, er kennt doch nichts. Alter, wie ich es einfach nicht hinkriege, diesen scheiß Ball zu treffen. Ja, nice. Getroffen. Auch wenn es gar nichts gebracht hat, aber... Jede Berührung in unserer Hälfte bringt was. Also, ich würde sagen, war ganz okay jetzt. Aber... war ganz gut. Wir haben zwar verloren, aber naja, ist okay. Ja, das passt schon. Ist okay. Passt. Läuft. Ja. Wie war so der erste Eindruck jetzt? Scheiße, nein. Ja, keine Ahnung. Muss ich mal ein bisschen mehr practicen noch und dann läuft's vielleicht auch irgendwann mal besser. Gut, klar. Dann war's jetzt erstmal für die erste Aufnahme innerhalb anderthalb Monaten. In anderthalb Monaten kommt dann auch die nächste Aufnahme. Dann gebt auf jeden Fall Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, wie ich hier versagt habe. Oder einen Daumen nach oben hier für Jan. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Was? Dein Video, Daumen hoch für dich. Ja. Könnte auch machen. Gut, dann bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao. Ciao.